einfach Gas geben. Alles scheißen hier. Ja. Du hast ja gehört, was ich so erzählt habe, was mir egal ist und sowas. Und es ist halt teilweise so. Zwar nicht so krass, aber ist halt teilweise so, weil du kannst dir nicht vorstellen, was ich im letzten Jahr erlebt habe. Hier und auch so extern. Was so Menschen, Behörden, Ärzte angehen. Wie gleichgültig du Leuten sein kannst, wenn du krank bist oder wenn du angewiesen bist auf Geld. Kannst du ja, weißt du ja. Hast du ja auch gekämpft. Einfach, wer sich's leisten kann, soll Deutschland verlassen. Ich persönlich wäre schon weg, wenn ich's könnte. Ich finde das ja auch nicht alles so schön. Wohin mal, würdest du? Ich kann dir mal das Telefon vor ein paar Tagen erzählen. Wohin da, würdest du? Wohin würdest du gehen? Das kann ich nicht erzählen. Okay, dann erzähl die Story vor ein paar Tagen. Warum? Nach Norden, Schweden. Norwegen, Schweden. Schweden oder China? Ja, ist doch okay. Schweden, komm mit. Norwegen, Schweden, schön kühl. Das finde ich aber auch ziemlich nice. China will ich jetzt noch nicht unbedingt, aber Schweden, Norwegen, bin ich dabei. China ist schon manche Sachen weit voraus und in manchen halt noch nicht, aber ich mag das generell so, die Mischung da. Das ist sehr vielfältig, sehr bunt, sehr. Die Leute sind noch motiviert und. Meinst du? Ja. Okay. Ich weiß ja nicht, wie viel du von China so gesehen hast, aber ich finde, es gibt nicht so viele Länder, die mich so beeindrucken wie China. So. Was wolltest du erzählen wegen vorgestern, die Geschichte? Naja, ich kann dir mal so eine Story von Twitch erzählen, das ist halt so typisch. So, es beschreibt es halt eigentlich ganz gut. Aber nicht war ich halt bei einem im Channel, wo ich schon ziemlich lange unterwegs bin. Okay. Und man hat auch schon zusammen Spiele gespielt. Uiuiui. So Minecraft, also nicht ich mit der Streamerin, sondern so in der Community so. Und auch mit Leuten halt so Minecraft gespielt und alles schön. Und da hat dann eine die Streamerin quasi gemutet, ne? Machen ja manche so komische Punkte vom Muten. Und die macht das immer wieder und dann gibt es immer so einen fluffigen Spruch, so hier und jetzt bist du mal kurz ein paar Minuten still oder sowas. Ne? Moment, ich verstehe nicht, was wie muten? Im Discord oder was? Naja, ja, es gibt auch so Channel Points. So manche Streamer oder Streamerinnen, die haben. Ach doch dann, so, ja, ja. Mit Channel Points, die mal ein paar Minuten muten kann oder so. Stimmt. Ich habe gesehen letztens hier eine Minute Stuhlstream. Da musste sie auch schon weggehen. Ja, sowas halt. Ja, ich weiß, und, so Spielchen, also Spaß ja, das halt. Ganz oft gemacht und dann immer so ein Spruch und so und jetzt mal Klappe halten für ein paar Minuten und so. Und ach so, okay. Und ich habe mit der schon zusammen Minecraft gespielt und habe dann einfach mal gedacht, komm, nutzt du doch mal das erste Mal, das allererste Mal diese Channel Points und es gibt eigentlich fast nichts zur Auswahl, außer halt jemanden muten oder halt einen anderen kurz mal muten, also einen aus dem Chat, so dass okay. Er nicht schreiben kann. Und dann habe ich mir gedacht, komm, so, bist du mal witzig, so, keine Ahnung, und habe das bei ihr gemacht. Direkt übel genommen. Direkt übel genommen, sie hat den Chat verlassen, also den Channel. Wie, die Streamerin? Ich habe eine Nachricht geschrieben, warum bist du denn rausgegangen? Ja, da warte so, mal, ich verstehe nicht. Warte mal kurz, so. ich komm nicht mit. Stopp. Die Streamerin hast du gemutet oder wen hast du gemutet? Eine, mit der ich schon zusammen Minecraft gespielt ach so. Habe, so, die aus halt, der Community. Die Streamerin vorher gemutet hat. Ach so, okay. Aber die Streamerin gemutet und du hast die gemutet, als Spaß. Ist ja okay, ist ja lustig. Warum nicht? Ist ja ganz cool, ja, ist ja nachvollziehbar. Dann ist die aus dem Channel raus, ist auch nicht mehr online gekommen. Ich habe ihr dann, als ich gemerkt habe, dass die weg ist, habe ich ihr geschrieben, hey, das ist doch nur ein Spaß gewesen. Ich habe einfach mal das gemacht, was du gerade gemacht hast, so sollte witzig sein. Ja, und da tust du schon nachlaufen und dich rechtfertigen. Hätte ich einfach nicht gemacht, nie wieder. Nicht nur das, sie hat mich sogar im Discord aus ihrer Freundesliste rausgelöscht. Und nie wieder hat sie seitdem geschrieben. Gut so, mit so einer Person sollst du auch nicht schreiben. Also es ist halt einfach nur ein Spätzle, wenn man es nicht versteht. Mit so einer Person sollst du auch nie wieder schreiben. Solche Personen müssen weg aus dem Leben, die müssen einfach weg. Die müssen weg aus jedem Leben von jedem Menschen. Man versteht's halt echt nicht, ne? Ja, egal. Das weil versteht man halt nicht. Das ist dasselbe gemacht, was sie gemacht hat und im Grunde genommen
Das ist halt so. Also keine Ahnung. Versteht man nicht, das steckt man nicht drin, kann man so wirklich sagen jetzt. Ja, also ich habe viele solcher Stories. Also ich auch. Also ich habe mehr. Ich habe auch viele solche Stories, aber es ist interessant mal zu hören, wenn jemand erzählt. Meine Stories sind auch immer so krass, aber meistens negativ. Und enden meistens mit gefühlten Morddrohungen und so ein Scheiß. Ja, man hat okay, das ist schon krass. Man hat natürlich auch positive Stories, die man erzählen kann, aber. Das ist so langweilig. Die gibt es immer. Also das ist ja wirklich fast langweilig, ja. Was genau. Willst du denn damit? Musst vom Krieg einer sterben, wenn keiner stirbt und alle sich freuen und ein Händchen halten, ist denn das? Das sind immer so Momente, da zweifle ich manchmal an Twitch so. Das ist nicht Twitch, das ist die Menschheit, weißt du mal. Und das spiegelt es ja hier wieder. Weil wenn sowas halt schon ausreicht, ne? Das war so ein kleiner Funke, reicht schon aus. Ist doch toll. Wie, du machst mal bei mir. Server bann hier. Du hörst ja eh auf, kriegst du eh nicht mehr mit. Stimmt. Ich lasse aber alles so, ich lasse alles Gags davon, denn ich ist mir wurscht, spiel einfach weiter. Ich werde da null Mühe investieren. Aber kannst du ja anschauen, das Ding. Hey, Namen würde ich schon ändern, wenn schon, denn schon. Im Spiel? Nee, ich lasse einfach alles so. Im Spiel? Wieso im Spiel? Nee, ich meine jetzt in Twitch meine ich tatsächlich. Guck, das ist wieder ein Video besprochen. Gino TV for the win, man. Wir haben ja letztens öfter darüber geredet und schon Schmetzle gemacht, so, ne? Aber ich hatte das ja schon im Kopf, das Ganze. Ja, so etwas gesagt, Gino TV, dachte mir krass, okay? Why not? Ja, ich bleib schon bei Gigs. Oder das Gigs. Das Gags, ja. Fang noch mit Gerüchte an, was funktioniert. Der regt mich ja selber auf. ich kann ja nichts machen, was mich aufregt. Ich reg mich halt auf über das, was die anderen Gerüchte machen. Weil ich mich halt so wirklich aufregt drüber. Ja, das ist wie mit so einem Unfall, kannst nicht weggucken. Obwohl doch eigentlich schon, aber. Aber mach ich ja hier schon, weißt du? Ja, aber mache ich ja hier schon. Mich aufregen über die Leute, die Gerüchte verbreiten. Ich meine, ich mache ja schon alles, was ich eh sowieso mache. Aber alles, was ich machen würde jetzt, wäre nicht mehr ich. Das wäre nicht mehr Gex. Das wäre Gino. Der Böse in mir. Ach ja, aber ich finde, diese Gerüchte nerven mich zwar auch so und so und trotzdem guckt man nur immer mal unterhaltsam. Es ist ein RTL-Business. So, es gibt Schlimmeres, wirklich. Das ist ein bisschen Unterhaltung, genau. So. Weil sonst wartet man alle. Sonst können wir auch alle zwei Jahre mal kurz im September reingucken, was es Neues gibt, und dann ist das Thema abgehakt. So kann man es natürlich auch machen. Ja, aber früher war es halt so, dass die Firmen was geleakt gesagt haben, das war geil, hat man sich darauf gefreut. Hey, man wusste ungefähr, ja, komm, jetzt ungefähr könnt ihr im Video was sagen. Und dann kam es dann wieder, sagt was, boah, geil, krass, Wahnsinn. Und jetzt weiß man es schon vorher oder macht sich oder tut schon vorher 3000 Millionen Sachen, verschiedene Sachen berichten, was sein könnte. Und wenn man alles berichtet, natürlich trifft es zu. Es ist wie das scheiß Horoskop. Weißt du? Natürlich. Wenn da drin stehen 10 verschiedene Sachen, eins passt, dann denkst du dir, oh Gott, geil, da glaubst du dran. Ja, genau das. Obwohl das mit diesem Horoskop-Ding. Früher bin ich noch auf die Messe, auf die Expo 2000 und sowas gegangen. Und dann war da plötzlich 3DFX und haben dann ein neues Spiel gezeigt, das neue Effekte konnte und so, und da haben sie dann die ersten Lego-Karten gezeigt und gesagt, hier, die Dinger kommen dann im November, das ist dann noch ein halbes Jahr hin oder sowas. Ja, stell mal vor. So lieb das Spiel. Geil, gell? Ich war noch nie an einer Messe, außer einmal in München. Bei Kiefergarten gab es irgendeine Messe, ich weiß nicht, wie die hieß. Die gab es immer im Januar oder Februar in München.
Und ja, und die Informationsquellen waren schon geil. So. Von den Herstellern selbst. Wir hatten halt das Glück, dass Expo direkt hier bei mir um die Ecke ist, ne? Hannover, ne? Aber, genau, aber so lief das ja nun mal. Also früher haben die Hersteller dann gesagt, ey, pass auf, wir haben eine neue Bluetooth-Karte, die kann 1 Gigapixel. Wir sind noch nicht fertig damit, aber wir geben uns Mühe, dass die bald rauskommt, so. Da wusste man schon, alles klar, da können wir uns drauf freuen. Heute ist das so ein bisschen, naja. Vielleicht gab es ja die Spekulanten schon immer, aber es war nicht so publik. Kann man vorstellen. Ich meine, Ankündigung gibt es ja auch heute schon. Also, Ich habe hier mit meinem Kumpel auch immer schon gerätselt. Hey, schau mal, wir gucken News, wir lesen Toms Hardware, wir gucken uns hier irgendwelche Sachen an, alles. Da gab es auch immer schon irgendwelche Vorschläge oder Vermutungen, ne? Haben wir immer drüber philosophiert, so wie wir es jetzt machen. Aber heute ist es ja halbe Tagesschau. Wir haben früher die Fertigungsprozesse genommen und haben geguckt, was kann man in so einen Chip reinstopfen, wie viele Einheiten, haben das mal Takt genommen, haben überlegt, wie viel Megahertz mal Recheneinheiten gleich Gigapixel gleich theoretische Rechenleistung. So haben wir das früher gemacht. Heutzutage wird einfach alles einmal ausgedacht, was irgendwie möglich ist, und am Ende wird schon eins stimmen. Das ist einfach nicht mal vergleichbar. Also Horoskop, ne? Heute versuchen sie halt alle daran Geld zu verdienen. Das ist halt die traurige Wahrheit. Und man weiß ja selbst, dass man Geld am meisten mit Sensationen verdient. Oder mit wie Klicks dann. Yes! Neue Bestzeit. Einfach mein Setup genommen von Ungaroring. Ja, ich habe mich halt früher mal gefreut, ich fand's richtig geil. Und dachte mir, boah, krass, Nvidia sagt dies, sagt das, boah, geil. Und jetzt sagt halt jeder PPger irgendwas. Und das ich hat dann. Immer noch geil, wenn Nvidia was sagt. Ja, natürlich, natürlich. Aber wenn der Nvidia das Gleiche sagt, was die anderen gesagt haben, ist es halt, ja, so, okay. Ne? War klar. Also, so, weißt du, ich meine. Das ist doch ein anderes Feeling. Ey, ja, die Zeiten ändern sich halt. Man muss halt einfach einsehen, dass diese Montys da draußen das halt nicht für uns machen, sondern halt für die jüngeren Leute. Ne? Ja, einfach um Geld zu verdienen, um zu überleben. Da muss man sich halt manchmal anpassen, was ich halt nicht gemacht habe. Aber doch, ich habe in diesem einem Jahr viel gemacht, was die Viewer gesagt haben. Und das war falsch. Ich werde nie wieder Viewer hören. So ein Ding. Halt. Aber ich muss sagen, auch wenn vieles Negatives passiert ist, es ist ultra viel Positives passiert. Ne? Also ich habe wirklich nette Leute kennengelernt. Die jetzt halt immer da sind und regelmäßig da sind, die geblieben sind, sind doch toll. Du zum Beispiel, du bist zwar ein Arsch, aber das weißt du selbst. Eigentlich nicht. Jetzt war es endlich. Nee, also ist doch ganz nice hier mit dem Fahren und so. Generell war es auch immer lustig. Wir haben halt einen Menschen, den wir beide mögen. Und deswegen verstehen wir uns so gut. Monty. Ich hätte ja fast gesagt, hi Monty. Aber das letzte Mal hast du gesagt, da kommt gleich einer an. Oh, du bist ein Rechter. So. Lobet und preiset Monty halt. Können wir auch so sagen. Oh, das kann man auch sagen. So. Und Techni. Also Techni ist ja... Hat mich ja wirklich begleitet, egal was ich gemacht habe. Jeden Scheiß. Hat auch bei vielen mitgemacht, hat doch super supportet, also. Und viele andere noch, weißt du? Auch Kalle, weiß nicht, ob du den Castor Kalle kennst, der hat auch ultra supportet. Ich hab im Video das so genannt, Leute, die im Hintergrund mich unterstützen. Die auch jetzt hier nicht so da sind, mit denen ich aber trotzdem so mitkriege, dass sie halt unterstützen, weißt du? Nee, hab ich nicht.
Genau. Supporter, die man halt nicht sieht und nicht weiß, dass sie da sind. Sondern nur so für, nur ich für mich. Oh, so schön. Ist das die Insgesamt-Laps, die du mit dem BMW gemacht hast, oder nur auf dieser Strecke? Nur auf der Strecke. Wow. Also die musst du auf dem Lap-Timing. Schaust du hier bei mir im Stream oder schaust du bei Lap-Time? Ich guck hier bei Leaderboard. Wer steht da? Weil ich habe halt vorhin schon 20. 73 plus 20 habe ich. Laps 78. Ja, das ist aber nach dem Relog nochmal gewesen. Ich hab nochmal. Im Lifetime steht die richtige Zahl. Was? Ich hab halt wieder 100 hier. Ich dachte mir, ich fange jetzt so an. Ich fahre erstmal 100 Runden mit dem und dann guck mal weiter. War doch ganz gut mit einer Strecke. Das ist bei mir wahrscheinlich das Ding, weil jede Runde eigentlich nicht zählt. Ich bin wahrscheinlich aber auch schon weit über. Doch, das zählt trotzdem mit. Außer du portest dich zurück. 28, aber kann nicht sein. Weil so lange bist du doch heute die Strecke gar nicht gefahren, oder? Ich bin, bevor ich es wieder gemacht habe, bin ich 20 Runden gefahren. 20, okay. Aber siehst du mal, seitdem fahre ich ja fast mehr als du von der Zeit, aber du hast halt irgendwie bald doppelt und dreifach. Ich glaube, der zählt nur die Runden, die man abgeschlossen hat. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also die auch zählen und nicht abgezogen werden, weil du rausfliegst oder sowas. Ja, doch. Wenn du eine ungültige Zeit hast, zählt sie auch. Weil dann steht es unten als letzte Runde und rot. Zählt aber auch. Du musst halt durchs Ziel durchfahren. Ja, das zählt. Wenn sie nicht gezählt wird, weil du abgekürzt hast, zählt sie trotzdem. Sie zählt aber halt nicht als deine Bestzeit, sondern sie zählt. Muss man schauen. Doch, du hast hier diese Anzeige gar nicht. Ich meine ja auch die Anzeige, die mir angezeigt wird. Es ist, da steht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zahl stimmt. Ich schau gleich mal. Jetzt muss ich hochgehen. Ne, geht nicht hoch. Auf meiner Anzeige werden nur gültige Runden angezeigt. Ja gut, dann hast du was besonders eingestellt. Aber der Server und Ding zählt alles. Das ist dieses Standard rot-schwarz-graue Leaderboard, was unten links immer eingeblendet ist. Was man, glaube ich, gar nicht wegmachen kann. Was steht denn oben rechts bei dir? Achso, das hast du gar nicht, gell? Wie steht? Zur Anzahl. Nur unten ist Leaderboard. Achso, ja, dann mach. Okay, ich muss halt schon ein paar Sachen machen, wenn du Bock hast. Ich hab das aus, ich hab ein anderes. Ja, okay, und da stehen halt nur meine gültigen Runden und das sind 28. Du kannst auch im. Du kannst sogar in dem P-Tracker nachschauen, auch auf der Homepage, auch im Ding oder im Spiel, wie viele Runden du gefahren bist. Ich kann sogar sehen, wie viele Kilometer du gefahren bist oder so. Ich schau mal kurz, hab eh kein Sprit mehr. Eine 60 Runden bist du gefahren. 61, okay. Da siehst du, das kommt ja schon mehr hin. Ich bin 94. Ist doch, passt doch. Und ich habe nie wirklich was riskiert. Ich bin einfach gefahren. Ich habe nie wirklich so Brechstange gemacht. Nie. Ich bin einfach nur gefahren. Mir egal. Aber bei mir ist das eher schwieriger Auto. Ja, wird dann schon irgendwann kommen. Man gewöhnt sich, ne? Ja, es bricht halt immer aus, so manchmal so, weil du dann doch irgendwie ein bisschen unvorsichtig wirst oder so. Das ist klar. Das verzeiht halt sehr viel. Ich habe heute bei meinem Bluetooth-Modul, der hat auch, habe ich glaube ich vorhin erzählt, als du da warst, der hat auch Speech-Mode. Es gibt Music und Speech-Mode.
Music ist halt das klare Signal, da hört man halt Musik und so. Und Speech Mode habe ich umgeschaltet, da ist halt die Lippenbewegung bei Videos ist halt richtig. Weißt du? Da ist halt synchron. Aber du kannst dir nicht vorstellen, wie schlecht der Ton ist. Man hört nichts. Man hört einfach nichts. Es ist einfach so weit weg und die Stimme ist so ganz, ganz leise und verzerrt ohne Ende. Ich verstehe nicht, wie man so einen Modus überhaupt vorschlagen kann. Ah, es ist das vielleicht ist für andere Kopfhörer oder so gemacht. Ne, für Bluetooth-Dinger einfach. Es ist ja extra dieses Bluetooth-Audio-Gerät. Ja, aber es hat was damit bestimmt zu tun, welche Version vom Bluetooth der Kopfhörer hat und welches Format er unterstützt. Ja, irgendwas mit 5 also oder so. Kopfhörern bestimmt besser, denke ich mal. Ich höre es ja und es ist synchron, aber du glaubst gar nicht, es ist so wie in einer Röhre und du verstehst nur jedes zweite Wort und du hörst auch gar keine Nebengeräusche, nur noch die Stimme. Aber die Stimme ist nicht vor dir, die ist auf der anderen Straßenseite. Also so schlecht, aber es ist dadurch synchron. Ja, das ist Bluetooth halt. Katastrophe. Ich nutze Musik hören, alles andere taugt nichts. Ja, denke ich mir. Ja, jetzt sag mal was, ich habe rechts Bluetooth, links Kabel. Was? Genau, was? 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 Was war? Was? Was? Genau. 0,5 bis 1 Sekunde Unterschied. Wird sogar mehr anscheinend. Dann sag nochmal was. Hallo? Jetzt? Hallo, hab ich. Okay, warte. Eine gewisse Latenz wirst du mit Bluetooth nicht wegkriegen. Ich glaube, besser als 14 Millisekunden wirst du nie hinkriegen. Und selbst das ist schon zum Spielen fast zu viel. Es gibt ja auch noch 3 verschiedene Modi am Kopfhörer, deswegen, die habe ich gerade getestet. Keine Ahnung. Zum Beispiel der Grund, warum ich bei Studiomonitoren inzwischen keine Studiokopfhörer mehr kaufe, weil die nur auf Bluetooth setzen und die ganzen Gaming-Headsets alle schon WLAN haben. Deswegen bin ich überhaupt wieder auf Gaming-Headsets unter anderem umgestiegen. Der Gründe. Ich muss sagen, wenn ich hier sitze und fahre, macht das Kabel mir halt gar nichts aus, stört mich halt null. Weil ich habe Lenker vor mir, ich bin immer ziemlich gleich. Das stört mich ja gar nicht. Also gar nicht, überhaupt nicht. Weil du hast immer die gleiche Position. Wenn ich vor dem PC sitze und so mich immer bewege, links, rechts, Maus, Tastatur, schaue hier, da und trinke was und dem ich, keine Ahnung, und muss mich alle paar Minuten umsetzen oder umpositionieren wegen meinen Füßen, stört es mich halt schon. So, beim Fahren ist ja egal, du bist immer gleich gefühlt. Ich bewege meine Runde mit Bluetooth zu fahren, einfach so. Merkst du beim Schalten, wie krass. Ach so, diese einen Kopfhörer, die so gut sind, wo auch kaum Latenz haben und der Sound so geil ist. Weißt du, was mit denen passiert ist? Ich habe hier 2 Paar. Beim einen Paar ist so einfach, die Batterien gehen dann nicht mehr. Das hält halt nichts mehr. Eine Minute oder so. Das ist schade. Und bei den anderen kriege ich sie nicht mehr untereinander gepaart. Es ist so, bei Bluetooth Stereo, dann tun sie miteinander noch kommunizieren. Das tun sie nicht mehr. Auch wenn ich alles auf Factory Set gesetzt habe. Ich kann sie nur noch einzeln ansteuern. Also die tun nicht mehr miteinander kommunizieren. Ich habe anscheinend so viel hin und her gepaart über die Jahre. Habe ich auch schon seit 5 Jahren. Und die tun nicht mehr miteinander kommunizieren. Ich hatte auch eine Zeit lang es so gemacht, dass ich die einzeln angesteuert habe.
habe zwei Paar gehabt. Von dem einen ins linke, dem anderen das rechte genommen, damit es länger hält. Weil einzeln haben sie, keine Ahnung, 10 bis 12 Stunden gehalten. Und mit also zweit, Stereo, haben sie, keine Ahnung, 8 Stunden gehalten, 7, 8 Stunden, je nachdem. Aber hatte ich halt doppelt, zweimal Mono. Und manchmal war es dann nicht so 100% synchron links, rechts. Und das macht einen kaputt im Kopf. Oh ja. Weil es manchmal auch so vorkommt bei Bluetooth-Kopf, dass manchmal Synchronität von links, rechts weg ist, dann musst du nochmal einfach nochmal neu connecten, also nochmal rein in die Schacht, wieder raus, dann geht das. Oder außen anmachen. Ja. Das klingt also furchtbar, was du erzählst. Ich erzähle nur furchtbare Sachen. Weißt du ja, kennst mich ja. Ich dachte, ich gehe mal von links nach rechts, egal. Schade. Redest du von dem Batz oder von welchen? Ist egal welche, die sind alle gleich von den ganzen. Ich hab, wie gesagt, ob JBL, ob Samsung, ob Creative, ob. Egal welche Marke, die sind alle gleich. Die unterscheiden sich kaum. Ich habe alle möglichen getestet und mal wieder zurückgegeben. Ja, ich habe halt Zwischenkabel zwischen meinen zwei Bluetooth, also zwischen meinem Bluetooth-Kopfhörer. Das sind nicht zwei einzelne. Die sind ja auch nicht schlecht, die halten ja auch länger. Ja, halten sie. Deutlich länger. Und der Empfang ist klarer. Besser, weiter, weil du hast so ein Kabel als Antennenverstärker. Ja, kann sein. Ist so, habe ich auch solche Dinge, aber. Die gehen halt leider nach 5 Jahren kaputt oder so, die meisten. Ich hatte auch wirklich ganz gute. Die meisten gehen kaputt. Ich glaube, ich kaufe bald alle 2-3 Jahre neue. Mindestens. Aber meine M-Pause habe ich von Amazon immer wieder ersetzt bekommen. Das war immer nett. Ja? Klar. Die innerhalb von 2 Jahren kaputt gehen, schicke ich die ein. Ist doch logisch. Nicht nur ein Jahr? Hä? Nicht nur ein Jahr? Oh. Du hast doch bei Amazon noch mittlerweile noch ein Jahr Garantie. Oder nicht? Nö. Und nur bei gewissen Sachen wird die Garantie verlängert. Ich glaube, Akku ist ein Jahr, aber Elektronik müsste 2 Jahre sein. Also ich, wenn ich mal was bestelle, kommt immer so, wollen sie auf 2 Jahre Geräteschutz hoch. Mit 5, 3 Euro, je nachdem, was für ein Gerät. Nö, ist ja gesetzt, 2 Jahre. Also auf bestimmten Artikel, ich glaube Akkus und so ist nur ein Jahr, aber generell Elektronik müsste doch 2 Jahre sein. Ja, aber vom Hersteller, vom Versandhändler nicht mehr. Das ist ja Amazon, der den Kauf abwickelt. Aber Amazon ist ja nicht der Hersteller. Also Amazon muss nur ein Jahr geben, aber die Hersteller müssen 2 Jahre geben. Aber ist ja gut, wenn es klappt, ist ja scheißegal. Ja, ich habe auch von meinen Superlux-Kopfhörern schon bestimmt 5 neue bekommen. Immer wieder Kabelbruch. Irgendwann habe ich dann gesagt, so, yo, ist das letzte Mal, dass ihr mir einen neuen zuschicken müsst. So, ich habe jetzt ein Lötgerät gekauft. Hast du gesagt, oder? Ich habe gerade meinen Puls connected, habe aber mit der rechten Hand über diese... Löt-Kolben, um genau zu sein. Über mein Rig, komisch, Metall, meine Hand gehalten, so drüber gedrückt. Krass, wie komisch, empfindlich es wehtut dann. Ich will da nicht gerade schiffen gehen hier. Letztes Mal war ich schiffen vor 2 Stunden und 30 Minuten. Jo. So ist das mit dir, Gen Z Boy. Was ist denn mit dir? Das ist aber nicht meine Schuld, wenn sie den Kopfhörer so machen, dass man den quasi kaum bewegen darf, weil dann am Stecker oben das Ding ausfusselt. Das sollte man schon ein bisschen ordentlicher machen, aber ich wollte auf den Klang halt auch nicht verzichten. Deswegen habe ich den immer wieder gekauft. Welche? Den habe ich doch 3 Stück zu Hause mittlerweile, in 3 verschiedenen Farben. Welche sind jetzt eigentlich? Muss man nachher nochmal zeigen. Du hast mir den letzten gezeigt, aber wir haben so viele angeschaut, ich habe keinen Plan mehr. Was denn jetzt? Du, Kopfhörer? Ja, die 3 Stück, ja. Das Wireless Bluetooth, oder? Nee. Große Kopfhörer haben kein Bluetooth.
Die Studio zwar schon, aber in dem Fall ist das mit Kabel. Habe ich ja gerade gesagt, dass ich mir ein extra Löt. So, ich dachte, wir reden von. Ach, ja, ja. Okay, ich dachte, wir reden von. Alles gut, alles gut. Oh, Gottes Willen, oh Gottes Willen. Habe ich große nur von Razer. Razer! Ja, aber du hast doch M-Power auch Bluetooth, hast du gesagt. Du hast doch. Die Kabel sind verbunden, oder nicht? Das ist verbunden, so, hast du gesagt. Achso, das sind In-Ear. Das sind die, die wir uns letztens angeguckt hatten. Oh, ich habe Connection Issues. Ist schon wieder soweit? Oh, schon wieder soweit. 24-Stunden-Trennung. Ui. Das sind die M-Power Flame 2. Oder nee, heißen sie so? Hackt schon wieder so rein. Mach doch mal deine Rauschunterdrückung an oder deine der Dingsunterdrückung. Ist doch. Okay. Turniert aber nicht gut. Hau. Ja. Lol. Doch, waren doch die Flame 2. Nee, du, deine Dings unter Dings ist nicht an. Ich höre wirklich. Nee, okay, warte. Nee, ist mein Lüfter. Fehlalarm. Ah, das Tipp ist echt hart laut. Ja, das ist dieses Wireless Ding, das ist sehr empfindlich. Ich weiß, wenn die Rauschunterdrückung an ist. Ich mache mal so leise. Zwar habe ich sie in der Farbe rosa gehabt. Oder pink. Ach so. Nee, rosa ist das. Lol, wo ich letztens gesagt habe, ich hab so ähnliche, gell? Die finde ich geil. Aber wie gesagt, ich nutze sie mit Equalizer, ne? Also mit dem Standard-Sound, der gefällt mir auch nicht. Aber sobald du mit einem Equalizer da so ein bisschen das anpasst, da geht echt die Sonne auf. Im Prinzip kannst du auch meine Equalizer-Einstellung haben. Ist kein Thema. Kein Foto von machen und dir schicken. Krieg ich ein Dickpick von dir oder was? Was habe ich auf einem Foto verstanden? Ja, alles gut. Ja. Wäre doch eher. Dickpick passt gar nicht alles auf einem Foto, Mann. Ja, kenne ich. Müsste ich dir eine Collage schicken. Die da aneinander rein kannst. Ja, so wie früher in diesem Bravo-Zeitschrift und so. Kaufst du 10 Bravos, dann kannst du das Bild aufhängen. Genau, dann hast du die Gurke. Die Gurke. Das ist cool. 13 Stunden, 15 Minuten, echt 13 Stunden halten die? Bei solchen Dingen, ich nehme solche Teile eigentlich hauptsächlich fürs Bett. Wie ist es beim Liegen, wenn du im Kissen liegst? Stören die nicht? Also nicht rechts und links, sondern einfach auf dem Rücken. Stören die nicht? Weiß ich nicht, also auf dem Ohr kannst du natürlich damit nicht liegen, ne? Dann leg dich doch jetzt mal hin. Also du sollst dich ja nicht aufs Ohr legen, es geht eh nicht, zuckst rein, aber ob sie links und rechts seitlich nicht stören, falls du
liegst drauf. Ja, doch, bestimmt. Okay. Würde ich schon so sagen. Aber wenn du gerade liegst und nicht auf dem Ohr, dann natürlich nicht. Ich mein ja gerade auf dem Ohr. Ob nicht zu groß ist, der Bügel da. Ich habe... Ja, die sind schon größer als solche irgendwie. Also du kannst ja nicht das Ohr legen, aber wenn du natürlich nur gerade auf dem Rücken liegst, dann geht das schon. Aber auf dem Ohr liegen würde ich nicht. Auf dem Ohr liegen geht eh nicht. Das tut ja weh, drückt ja rein. Das tut ja beschädigendes Trommelfell. Naja, das nicht. Wenn du gerade liegst, dann kommt das Ohr ja gar nicht mit der Matratze. Ja. Der Kopfhörer ja mit dem Kontakt. Ja, je nach weichem Kissen tust du halt das Kissen so reindrücken, weiß ich mal. Lässt du links, rechts das Kissen, aber ja. Jetzt kannst du dir schon denken, die Dinger sind nicht so klein wie diese Airbuds. Die Airbuds sind ja weit nicht größer als die Silikonpröppel. Ich hab halt diese gehabt hier. Solche, und die waren nicht geil. Die waren noch beschissener Ton. Sind deine vom Ton eigentlich gut? Mit einem Equalizer schon. Ja, schon wieder die nicht. Stimmt, ich hab ja gesagt, mittlerweile ist alles tot, was ich bestellt habe. Die fand ich in Zeit lang auch nicht verkehrt. Aber ich habe nicht die ich am besten gefunden habe. Das kannst du nicht vorstellen. Aber 13 Stunden ist geil. Ja, die ballern schon gut rein, die Dinger. Ich habe aber auch wirklich ein ziemlich gutes Audio-Handy, kann man sagen. Musst dir quasi Asus vorstellen, halt auf dem Handy. Und die Software hat halt auch alle mögliche, so hier so Surround, nee, nicht Surround, sondern hier DTS und sowas. Und noch Bassverstärkung und Höhenverstärkung. Und die Treiber sind halt, die klingen halt sehr stumpf in der Standardeinstellung. Die muss man schon ein bisschen pimpen. Aber wenn man sie ein bisschen pimpt, also sie können was, sie müssen aber halt erst eingestellt werden. Ich weiß nicht, warum der Hersteller es nicht von Grund auf gleich so eine andere Einstellung da reinmacht. Komisch, vielleicht oder? Gefällt das, auch dann. Vielleicht gefällt das anderen Leuten, ich weiß es nicht. Die hatte ich, glaube ich, auch mal, die von Anker. Ich kann jetzt nicht größer machen hier, toll. So Pinterest, ja, das willst du erwarten. Ich bin nicht wählerisch bei Kopfhörern, es ist mir egal, wie die klingen. Ich stelle mir die schon so ein, dass sie gut klingen. Ach ja, das ist bei mir schwer. Ich weiß ja nicht, was ich einstellen muss, dass sie gut klingen. Naja, du fährst den Regler an, drehst ihn rauf und runter und wenn dir die eine Richtung besser gefällt als die andere, ist das richtig. Ja, aber gibt es da nicht 10 Regler? Kannst du nicht bei jedem machen. Doch, musst du nach und nach bei jedem einzeln machen. Ja, aber die Kombination des einen mit dem anderen Regler ist halt zu komplex, oder nicht? Da gibt es ja 1000 Möglichkeiten. Ah, oh, nö. Das ist dieses. Es klingt halt entweder besser oder schlechter, wenn du einen Regler bedienst. Wenn es besser klingt, gehst du zum nächsten. Ach so, okay. Und dann kann es nicht sein, wenn der zweite Regler auf 70 auf anders ist, dass der erste Regler wie nochmal. Musst du nicht reconnecten, weil da steht Server links da. Ah, stimmt. Weißt du, ich meine, Regler 1 ist geil und Regler 2 änderst du, dann ist Regler 1 wieder verkehrt, oder nicht? Oder ist es so nicht bei Audio? Ist dann nicht wieder zurück zu Regler 1? Hey, du musst ihn ja nicht verändern, wenn es danach schlechter wird. Schlechter wird, lässt es halt. Gehst zum nächsten. Lässt du das, was dir besser gefällt und nicht das, was schlechter wird. Ja, du verstehst gar nicht, was ich will von dir. Ja, doch, klar. Aber wenn du am ersten was drehst und am zweiten dadurch es schlechter wird, dann änderst du nichts am zweiten, dann gehst du zum dritten. Wenn es dann besser wird, lässt du es. Und wenn es nicht besser wird, lässt du es halt auch. Das machst du so lange, bis der Sound halt besser ist. Okay. Also ich konnte das schon als Sechsjähriger. Ich kann das heute nicht. Was ist mit dir? Als Sechsjähriger hatte ich noch keinen Equalizer, aber so als Zwölfjähriger oder so.
stolz mal einen von so einem Billigladen, so eine Art Elektronikladen, für, so ein Kick für Elektronik habe ich. Habe ich damals 50 Mark Equalizer den ersten gekauft. War ich total happy. Konnte ich endlich meine Boxen voll ausreizen. Das ist gut, ja. So. Also die von Empower sagt da. Ich höre ja fast nicht so viel Musik, ne? Also für mich sind das halt Kopfhörer, wenn ich draußen Sport mache, ne? Ich würde sie halt so jetzt nutzen, für jetzt zum Reden. Auch zum Hören, meine ich. Ich wollte gerade sagen, aber zum Spielen, glaube ich, kannst du die nicht nutzen. Auch nicht, gell? Nee. Muss mal schauen, wo habe ich denn die? Ich mach mal, ich zeig mal kurz dein Bild hier. Wir haben auch Memory-Schaum dabei. Und bei mir sind meine Memory-Schaum inzwischen 2 Jahre alt. Und jetzt sind sie schon spröde und reißen langsam kaputt und so. Muss also jetzt auch langsam wieder neue kaufen. Das geht nicht. Also neue Memory-Schaum, Ohrpolster oder Ohrstöpsel. Okay. Ich werde mir diese Empaus immer wieder kaufen. Ich brauche nichts Besseres. Ist doch schön, wenn man das gefunden hat, wo es hinhaut. Bei mir ist es halt schwer. Ich habe nichts Gescheites gefunden, wo mir gefällt, vom Klang und von allem. Und auch von der eigentlich ist das mit dem mit der Synchronität schwierig. Die sind besser, manche sind schlechter. Ich suche jetzt auch noch welche. Die habe ich auch schon öfters mal in die Waschmaschine reingesteckt und im Trockner behandelt. Ja, lecker. Also ist doch schön, ist sauber. Ja. Haben es überlebt. Ich probiere gleich nochmal welche. Nur die Kochwäsche, die haben sie mal nicht vertragen, aber... Oh, okay. Das wäre wild, dann würdest du verkaufen extra als Kopfhörer oder so. Kochwäschen tauglich. Ach so, das sind meine alten, das sind gar nicht die anderen. Ach so. Ja gut, ich suche welche, die ich letztens erst hier noch gesehen habe. Ich war immer noch nicht schiff. Ach, die sind das, okay. Ich habe die gefunden, wo der Bügel, so, wo ich so umhängen kann, also als Bügel. Aber wo ich gemeint hatte, dass nach einer halben Stunde, Stunde irgendwann der Ton anders ist. Ist dann links leiser als rechts. Die habe ich gefunden. Ich wollte die gar nicht. Wenn ich anbinde. No. No. No oder no? No. 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 Ich suche noch ein bisschen hier für Bock. Vielleicht. Habe ich geschiffen, damit ich in Ruhe suchen kann. Moment.
Jo, ey. Das schönste, klares Gameplay sehen von dir. Jetzt, go. Energie. So. Mal kurz schauen, vielleicht auf diesem Tisch habe ich die hingetan hier neben mich. Ich habe, während des Streams habe ich immer so viel nur so nebenbei gemacht, ne? So viel einfach so hingetan. Wo man Sachen dann irgendwo findet und dann denkt sich, okay, habe ich die wirklich da hingetan, lol. Deswegen möchte ich jetzt mal kurz ein paar Sachen suchen. Wenn ich es finde, gut, bin ich auch nicht so schlimm. Bin auch ohne damit zurechtgekommen, die letzten Wochen, Monate. Ist das jetzt? Da ist sogar noch so ein, auch so ein Ladegerät hier. Cool, wusste ich, was ich da habe. Möchte ich eigentlich in der Küche. Das jetzt hier mit dem anderen. So, na, guck mal in der Schachtel. Ich wollte mal ein paar Bluetooth-Kopfhörer suchen, die ich letztens schon noch mal probieren wollte, ein paar ältere. So im Vergleich jetzt. Wir sind mal gleich mal so ein bisschen zu tauschen. So. Da ist der eine Noctur-Lüfter hier. Und hier anderen Kopfhörer sind es die. Das sind nicht die, die eigentlich gut sind, aber nicht mehr miteinander pairen. Vielleicht kann ich die ja resetten, mal so probieren. Ich habe jetzt kurz mal Lust, 10 Minuten zu basteln. Machen wir das. Machen wir das einfach. Setz mal die ab, versuche sie zu pairen, vielleicht geht es ja. Sind so geil, Mann. Bist du wieder da? Was haben die gesagt? Solle finden, die kann man auch ausmachen. Der andere musst du in die Schachtel reintun. Remote Connect, die haben sogar Connect miteinander, geil. Und jetzt, wie kann ich die wieder? Cool, die haben gerade miteinander wieder connected. Ich höre gerade nichts, während ich tue gerade andere Bluetooth-Dinger per eine Sekunde. Okay. Geweh. Die haben wieder miteinander connected, meine Besten. Mal kurz mal schauen. Soll ich keinen Fehler machen. Per Remote rein. Hier auch per Remote. Ist connected. Mache ich den anderen an. Power on. Ja, Mann, ich höre wieder. Sens!
Ich hab die so geil sind. Ich hab dir gerade Multi-Hardcore-Porno resettet. So guten Sound habe ich noch bei keinem einzigen gehabt. Die halten, weiß ich, weißt du, ob ich den richtigen gefunden habe? Die anderen halten ja nur noch 2 Minuten. Aber die sind halt, als ob es nicht Bluetooth wäre. Gerade gepaart wieder. Nee. Ne? Aber Latenz hast du trotzdem, oder? Wow, wie klar du dich anhörst gerade, Alter. Du bist voll tief im Ohren, voll klar. Was zum Teufel? Latenz, hallo, mein Süßer. Ja, ja, Latenz habe ich schon. Ja, guten Tag, ich schaue gleich mal, wie viel Latenz ich habe. Aber ja. Ich denke mal, mindestens 14. Eher 40. Ultra. Begeistert. Aber das ist richtig geil. Das Ganze, also das ist einfach dieses Plastikstück, passt perfekt mein Ohr. So gut füllt mein Ohr nichts aus. Wenn sich so die Empower anhören würden, das ist geil. Naja, die Empower sind eher Bass und Mitten betont. Zumindest in der Standardeinstellung. Die auch hier, die auch. Die auch. Es ist bassig ein bisschen. Alter. Ja, die auch. Krass, Mann. Ich freue mich gerade. Vergleich mal. Ich wollte die anderen noch suchen, aber ist egal, ich teste jetzt die nochmal. Erst immer mal wieder die gleichen. Hast du die eigentlich die von Amazon mit dem komischen Kabel bestellt? Jo, morgen sind die da. Mhm. Okay. Morgen können wir die testen. Ich habe ja nicht die 5 Euro extra gezahlt. Ich hab die anderen zurückgeschickt und habe die anderen. Mhm. Beste. Das ist, glaube ich, sogar der gleiche Preis gewesen, oder? Ja, also ziemlich. Vielleicht sogar günstiger, 10 Euro oder so. Krass, mal, wie geil laut die sind, hey. Und es sind trotzdem offene. Sie stecken tief im Ohr. Ich höre alles total deutlich und ich höre auch kaum Nebengeräusche, aber ich höre meine Stimme total klar, wenn ich rede. Normalerweise ist es ja nicht so bei Dingen. Was soll ich jetzt machen hier? Oh, weißt du, was an den Razern geil ist? Was denn? Wenn ich meine Wireless Razer aufhabe, ja, kannst du das Mikrofon einfach einschalten, dass er im Kopfhörer reingeschoben werden kann. Und dann hast du quasi so eine Art Transparenzmodus. Okay. Dann hast du den Kopfhörer auf und hörst draußen trotzdem die Vögel zwitschern und alles. Hörst jede Bewegung. Ja, das kenne ich, aber damit ist der Sound doch scheiße, gell, von den Kopfhörern. Ja, so durchsichtig, ja, kenne ich. Transparenzmodus, ja. Naja, der Sound ändert sich eigentlich nicht, nur dass halt noch das Sound von draußen rausgeht, so. Also, dass du die Umgebungsgeräusche aufnimmst. Ist halt, also musst du natürlich den Monitor anmachen, ne? Ja. Ich finde das mal ganz... Da ist so ein Mikrofon, da hörst du das, was um dich herum passiert. Genau, ist ganz witzig, wenn du zum Beispiel auf den Postboten wartest oder so, weil mit dem, ohne dem hörst du einfach gar nichts. So, jetzt suche ich mal kurz die anderen rein, um zu schauen wegen Delay. Du sagst jetzt was und dann sage ich jetzt, wenn es beim nächsten ist. Okay? Hallo? Jetzt. Es ist schon. Hallo, hallo. Es ist halt schon sehr, sehr schnell. Kaum Delay. Nochmal? Naja, kaum Delay ist relativ. Ist nicht so schlimm wie beim anderen. Aber sie hören sich einfach super an.
Du kannst ja nicht glauben, wie was für ein Segen das ist, Mann. Mal hier dieses Ding durchnehmen. Was Delay angeht, aber auch sehr empfindlich. Also das ist... Ich auch. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit 30 Bildern pro Sekunde. Oh, also, mit 60. Also wenn WLAN-Verbindung 144 Hertz ist, dann ist Bluetooth halt nur 30 Hertz. Es gibt die ähnlichen hier. Ich habe gerade dein Dinger gesucht gerade. Ich habe nicht gewusst, welche es sind. Das sind dann Flame 2. Gibt es wahrscheinlich bei Amazon. Aber es gibt ähnliche für 25, die schauen genauso aus. 16 Stunden sogar. Joggen, laufen. Die sind von... Selbe Firma wahrscheinlich. Shetmuck. Nee, Shetmuck. Ah, ist was anderes. Für 25,99 plus 10%. Aber so ja, habe ich auch schon gesehen, nichts. Aber man weiß halt nicht, ob sie auch, wie sie klingen und was sie taugen. Ja. Ich persönlich habe keinen Bock auf Ausprobieren. So. Bestelle ich sie lieber da vom Hersteller. Flame 2 haben halt die Besonderheit, dass diese Bügel ums Ohr gelegt so ein bisschen schräg sind. Bei den einer Version und bei den Dreiern sind die halt gerade und dieses gerade, da komme ich gar nicht drauf klar. Aber dadurch, dass die so schräg im Ohr sind, rutschen die halt auch beim Laufen nicht ein bisschen raus und ich laufe halt teilweise schon ordentlich so. Da müssen einfach Kopfhörer perfekt sitzen. Du hast da einfach keinen Bock beim Laufen, ständig die Dinger wieder ins Ohr zu setzen oder irgendwas. Ja, klar. Deswegen ist Memory-Schaum einfach Pflicht und umso besser der Kopfhörer sitzt, umso weniger Arbeit hast du da ständig. Hast du mir was geschickt? Nee, ne? Doch, doch. Okay. Ich würde die aber gern testen wollen, Alter. Kannst du mal schauen, wie das du von denen hältst, weil die würden sogar jetzt ankommen und einfach zum Probieren und zum Zurückschicken. Würden sogar. Ah, ja. Das ist ja wieder eine andere Strecke, aber klappt ja auch. Achso, die hat man schon auch hier, das ist okay so anscheinend. Ah, ich fahr nochmal Brunnen mit dir. Ich hab hier leise gemacht, gell? Die sind so krass, Alter. Ich musste ja auch leiser machen, die Kopfhörer. Überhitzte Bremsen hier. Dafür sind sie ja da, das wir überhitzen, oder?
so richtig Qualm. Uff. Da ich eine Wohltab in den Kopf wieder, ne? Richtiger Klang im Ohr. So wie ich es mit dem Biodynamic gehabt habe letztens. Nicht Biodynamic, heißt die anderen? Der Sennheiser. So einen voluminösen Sound habe ich jetzt mit denen im Ohr. Kannst du nicht vorstellen. Ohne Scheiß. Ich verstehe nicht. Kann ich mir das schon. Ich verstehe nicht. Ich habe so viele Bluetooth-Dinger getestet. Bestimmt ohne Untertreibung 20 oder 30. Easy. Und es sind keine so gut wie die. Ja, weil ich halt immer schon so Wireless-Technologie interessiert war. Gewöhnt hat, ne? Ha? Aber gewöhnt habe ich, versucht mich auch immer die anderen, weil ich mir gedacht habe, komm. Die haben auch immer das Problem gemacht, dass das linke Ohr ausgefallen ist. Oder das rechte ist ausgefallen. Nur das linke hat man gehört. Und irgendwie da, wo ich gelegen bin im Bett, habe ich immer so eine Zone gelegt, da war gelegen. Da war irgendwie auch kein Ton manchmal. Das ist einfach ausgefallen. Ganz normal Störungen, dass ich ein Tunnel wäre oder so. Mit denen. Dann habe ich halt andere geholt, habe mir die reingetan, dachte ich, okay, das passt vom Sound her, mich dann die gewöhnt, aber nach zwei Wochen habe ich die anderen so gleichzeitig reingetan und dachte mir, okay, krass, gar kein Vergleich. Darf halt auch nicht dazwischen kommen, wenn das zwei einzelne sind. Sobald da irgendwie mal Störsignal oder einer ein bisschen Signal verliert, fliegen die oft aus. Diesen Synchronschleife raus. Das ist aber nur bei denen. Das ist die einzige, also sind die einzigen, die das so ist. Die das so ist. Ja, bei meinem Bluetooth-Lautsprechern ist das auch so. Und dürfen keine Interferenz im Subraum sein. Wenn du ein rechts und dann dazwischen rumläufst oder irgendwas, und dann kann es mal passieren, dass die sich nicht mehr gegenseitig sehen oder so. Ich weiß nicht, und dann laufen sie aus dem Timing. Es gibt ja Menschen, die strahlen gewisse Energien aus. Und dann stört es immer diese Geräte. Ja, wenn es um guten Klang geht, müsstest du mal meine AG Lautsprecher hören, das ist echt der Wahnsinn, die Dinge. Ich verstehe nicht, wie man so einen geilen Sound auf so einen kleinen Lautsprecher holen kann. Ich habe die noch spürbar bessere geben. Ich habe die JBL Go oder so. Die ganz kleinen. Die sind auch schon krass, finde ich. So für so kleine Dinge. Die bunten, die es gibt. Was leise machen, ist ja krass hier. Drüllen, das Drüllen.